Hallihallo und willkommen zu einem weiteren Temu-Haul. Mein Tisch wird so langsam wieder leerer und mir wurde das mal ein kleines Paket und gehen wir direkt runter auf den Tisch. Was drin ist, weiß ich jetzt aber, mir packe es aus und renne. Da kommen ein paar Schachteln raus. Ja. Wahrscheinlich eine kleine Bestellung. Doch, nein, irgendwas ist noch drin. Ah, ein Kabel kommt noch raus. Eine kleine Bestellung. Was rauskommt, ich weiß es nicht, aber mir googelt jetzt auch noch mal. Bluetooth-Kopfhörer. Die gleiche habe ich schon. Und dann kommt. Hey, Hanni. Habe ich nochmal so eine kleine Lampe bestellt. Die andere Lampe habe ich zurückgeschickt, weil die immer Brand hat. Dann habe ich auch meine erste Bestellung mal zurückgeschickt, zum gucken, ob ich auch das Geld zurückkriege. Aber ich habe das jetzt echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass ich nochmal so eine Lampe bestellt habe. Weil ich habe eigentlich schon wieder so eine Lampe im Warenkorb. Oder habe ich auch schon bestellt, die war geil. So, die geht auf jeden Fall an, kann die von der Leistung reduzieren und geht auch aus. So, und die erste, was ich gehört habe, die ist eh ausgegangen. So, und die ist relativ klein, aber die hat trotzdem verhältnismäßig echt eine starke LED drin. Ne? Und das sieht aus, wie wenn das, ja, wie wenn da in dem Glas so ein Tunnel drin wäre. Das ist echt... echt cool gemacht. Aber was die Lampe halt hat, die hat keine Zoom-Funktion, aber das Positive an der Lampe ist, die ist so groß wie mein Daumen. Das ist echt eine kleine Lampe oder so groß wie mein Zeigefinger. Das ist natürlich echt mega und von der Lichtausbeute ist die Lampe, ich glaube, gar nicht so schlecht. Jetzt gucken wir einfach mal, jetzt wenn ich die toll dahinter anleuchtet er. Also für die Größe muss man echt sagen, ist die Lampe echt kalt schlecht. Klar, die hat jetzt halt können so ein schöner Lichtkegel. Können die jetzt wahrscheinlich bloß nicht sehen, weil ihr die Wand nicht sehen könnt. Funktioniert es vielleicht mit der Wand besser. Ja, aber die Kamera da oben, die spielt extrem schnell mit dem ISO rum. Jetzt dreht sie den ISO runter, jetzt wird der ganze Raum dunkel. So dreht sie die ISO wieder auf. Also, die Lampe an sich wird die Größe echt mega hell. Die lässt sich jetzt auch ausschalten und das ist halt, die ist echt winzig. Das ist wirklich eine kleine, kompakte Lampe mit echt viel Licht. Die gleiche ist schon mal gekommen, die habe ich dann wieder zurückgeschickt. So, aber jetzt gucken wir mal, ob ich die Bestellung finde, wo die gekommen ist, dass ich euch sagen kann, was die Lampe gekostet hat. Wo haben wir sie denn? Im Paket drin, wo jetzt eigentlich nur ein Kopfhörer und die Lampe drin war. Müsste man eigentlich relativ einfach finden, hoffe ich mal. Ja, die Bestellung an sich muss schon älter sein. Da ist die Lampe mit einer anderen Lampe gekommen. Das ist die, was ich wieder zugeschickt habe. Da habe ich ja die viel früher schon bestellt. Tatsächlich. Das ist aus einer Bestellung vom 20. März und geliefert worden ist es am 2. April. So, habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber so ist manchmal. Gehen wir auf den Monitor.
Das ist das Bluetooth-Headset, was bei mir auf dem Tisch liegt. 4,31 € habe ich dafür gezahlt. Aber ich meine, das gleiche habe ich schon mal ausgepackt. Das ist, glaube ich, das, wo meine Frau gekriegt hat. Aktuell liegt das bei 6,07 €. Und die Lampe 7,69 €, die habe ich schon mal gekauft. Die soll eine HXP 50 LED drin haben, also einfach super, super klein, kompakt und für die kleine Baugröße ist die echt hell. So hell wie auf dem Bild würde ich jetzt sagen, ist er, denke ich mal, jetzt nicht unbedingt, aber auf jeden Fall ist er hell. Aktuell liegt die bei 10,98 €. Ich habe bezahlt 7,69 €. Also super Schnäppchen. Und den Kopfhörer, den haben wir jetzt auch gerade einfach geguckt. Das war, wie viel war der Kopfhörer? Der war 4,31 €. Gehen wir runter auf den Tisch, gucken wir uns den auch nochmal an. Wird von TMOS oder so immer separat geliefert. Also die Box. Und dann muss man die Kopfhörer selber noch da reinstecken. Und wir haben da auch so ein Zubehörpaket dabei. Also da ist ein Kabel drin und verschiedene Ohrstöpsel. Und die Kopfhörer, die habe ich meiner Frau zum Geburtstag geschenkt. Aber komischerweise nutzt er die Kopfhörer, oder? Weil die mit denen Innenohr nicht ganz so klar kommt. Dann probiere ich jetzt mal die Kopfhörer. Also mit der Zunerschachtel sieht man da den Ladestand vom Case 96% und man sieht dann die Ladestände von der einzelnen Kopfhörer. Die sind jetzt ungefähr halb voll, weil das schwingt immer auf halber runter und lädt dann voll. Für sehr wenig Geld, sehr gute Kopfhörer. Für sehr wenig Geld eine echt richtig gute Taschenlampe mit echt viel Licht und extrem klein. So, kurzes Video. Schon wieder ein Paket auspackt. Gott sei Dank. Es wird langsam echt leerer auf dem Tisch. Da drüber. So, die Verpackungsmaterial, das entsorge ich am besten gleich, weil brauche ich halt wirklich. Außer Mist zurückschicken, die andere Lampe habe ich jetzt auch zurückgeschickt und habe die Schachtel aber irgendwo schon weggeschmissen gehabt. Sprich, die Lampe, die kriege ich ersetzt, da kriege ich mein Geld wieder zurück. Kurzes Video, wir sehen uns zum nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nicht vergessen, wenn ihr nichts verpassen möchtet, abonniere und wenn ihr Fragen habt, nutze die Kommentarfunktion. Wir sehen uns dann zum nächsten Video. Tschüss!